Hallihallo Freunde, heute ist mal wieder ein neuer Tag gekommen und zwar sind wir nicht in den schönen, lieben, guten, alten Minecraft. Nein, heute sind wir in Lego Fortnite, denn Fortnite hat einen Lego-Modus bekommen und zwar gratis für alle. Und ganz ehrlich, wenn man das Ganze ausprobiert und wirklich einfach mal ein paar Stunden lang auf sich einwirken lässt, merkt man, was wollen wir eigentlich noch mit Minecraft? Ganz ehrlich, Lego Fortnite ist einfach genialer als Minecraft, allein vom Bauen her, wenn du was kaputt machst, Wahnsinn. Natürlich gibt es hier auch meinen perfekten, wunderschönen Hotdog als Skin. Ganz ehrlich, das ist doch wie gemacht für uns. Man kann natürlich auch ein Creative spielen, man kann Survival spielen. Ich bin auch ein bisschen mit ein paar Leuten beim Survival dabei. Sieht natürlich noch nicht so großartig aus. Wir sind da eigentlich her drauf, erstmal den besten Stuff zu bekommen, erstmal High Level zu werden mit dem besten Loot. Und dann geht erst das Bauen los. Was man natürlich auch im Creative machen kann, ja gut, man hat natürlich alle Möglichkeiten. Man kann nach Bauplänen bauen, man kann auch nach einem freien Stil bauen. Und nach einem freien Stil bauen ist, glaube ich, da wirklich, ja, da gibt es keine Grenze. Man kann da wirklich alles bauen, wie auch in Minecraft. Nur, dass wir hier viel mehr Möglichkeiten haben. Lego Fortnite hat, sage ich mal, das Potenzial, wirklich Minecraft abzulösen, wenn die natürlich das Ganze auch noch mit Updates füttern werden. Und soweit ich weiß, wird das auch so kommen. Also es wird noch weitere Bauelemente kommen, weitere Skins für die Leute, die darauf stehen. Tänze und sowas ist klar. Fortnite wird uns damit weiterhin, sage ich mal, füttern, ganz klar. Aber ansonsten wirklich ein geiles Spiel, besonders jetzt für die Weihnachtszeit, wenn man ja ein bisschen Zeit hat und auch ein bisschen zu Hause ist. Oder wirklich empfehlenswert, das einfach mal zu spielen. Ich werde jetzt, sage ich mal, auch einige Videos für Lego Fortnite produzieren. Ich habe erstmal, sage ich mal, natürlich den Wunsch, erstmal ein Survival ein bisschen mit den Leuten ein bisschen zu zocken, ein bisschen das Spiel zu erkunden, ein bisschen was zu erfahren. Und später natürlich auch im Creative ein bisschen was zu spielen. Muss mal gucken, wen ich mir noch ranhole, weil hier ist das Bauen, sage ich mal, ja, bisschen zeitaufwendig, wenn das wirklich gut aussehen soll, besonders nach dem freien Stil. Da muss man sich ein bisschen einfuchsen, gucken, wie man, sag ich mal, die ganzen Blöcke sich hier alles platziert. Man hat ja auch fertige Elemente, was man ja in Minecraft ja nicht hat. Zum Beispiel hast du ja Dächer, Wände, Treppen, alles schon vorgefertigt, dass man sich das wirklich so anpassen kann. Natürlich ist das alles ein Stecksystem, ein Bausstecksystem. Das heißt, man muss dann auch gucken, dass die ganzen Blöcke auch aufeinander passen und auch wunderbar natürlich aussehen, weil man kann sich hier echt auch vertun, dass das dann schief und krumm ist. Daher, naja, muss man sich ein bisschen ausprobieren. Das Spiel ist neu, von daher, wir sind Anfänger. Ja, wir sind noch keine Profis. Und das müssen wir natürlich lernen. Das ist natürlich, was wir bei Minecraft gemacht haben, versuche ich natürlich hier einfach mal mitzubringen. Ja, ansonsten, wir freuen uns. Das Spiel hat wirklich Potenzial. Probiert es einfach aus. Und vielleicht sehen wir uns ja. Ihr konntet ja sehen, wie ich heiße. Und bei Epic Games können ja alle Plattformen zusammenspielen. Vielleicht machen wir ja auch einen Community-Server. Mal schauen. Ja, ansonsten war es das erstmal heute wieder für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß mit diesem Spiel und dann hören wir oder sehen uns die Feiertage sicherlich. Also haut rein und ciao.